einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind an den letzten Tagen in Saalbach jetzt hier langsam angelangt und morgen soll das Wetter sehr schlecht werden. Und ich will ja unbedingt eigentlich die X-Line mal fahren, ne? Und deswegen ist heute der Tag der Tage, wo ich mich auf die X-Line begebe. Das heißt, wir treffen uns jetzt gleich am Lift, fahren einmal hoch, rollen dann einmal die X-Line. Ich gehe davon aus, dass ich danach dann wahrscheinlich auch schon bedient bin. Aber wir fahren dann nochmal mit ein bisschen mehr Kamera-Equipment hoch auf den Hackelberg und machen da noch ein paar schöne Aufnahmen und rollen dann später den Hackelberg nochmal runter, weil wir einfach nicht wissen, wie das Wetter jetzt die nächsten Tage ist. Und wenn das Wetter wirklich so richtig mies wird, ja, dann fährt man halt die X-Line auf gar keinen Fall mehr, ne? Und schöne Aufnahmen kriegt man auch nicht. Deswegen müssen wir das alles heute machen. Machen wir jetzt langsam fertig und dann geht's los. Laut Saalbach ist die X-Line eine der längsten Freeride-Strecken Europas. Als anspruchsvoller Singletrail über Wiese, Stein, Waldböden mit vielen Sprüngen, Anliegern, knifflige Wurzel- und Technikpassagen wird die X-Line als eine der schwierigeren Lines hier in Saalbach gehandelt. Und ich hatte nach dem letzten Besuch in Saalbach, wo wir aus Versehen hier gelandet sind, ordentlich Respekt vor der Line. Das Stück runter. Ich gucke jetzt, dass hier oben niemand kommt. Okay, ich habe die Linie angeguckt. Ich kann das. Zu der Anspannung, dass es für mich auf die gefürchtete X-Line geht, war das auch noch die allererste Abfahrt des Tages. Das heißt sozusagen Warmrollen auf der X-Line. Und das hat auf jeden Fall noch begünstigt, dass ich am Anfang wirklich, wirklich verkrampft war und mir echt einen Kopf gemacht habe, ob ich hier überhaupt anständig runterkomme. Auch zum Warmrollen, die X-Line ist auch schon eine gute Idee. Das ist mutig, ja, haben wir am ersten Tag gemacht. Da haben wir die Steine hier weggemacht. Alter, liegt denn hier alles rum? Ja, voll krass. Digga, ist so rutschig. Thank you.
Leute, so rutschig, das ist einfach krank. Gar nicht. Wo fährt man jetzt hier lang? Alles trocken wie Sau hier. Ich habe tatsächlich schon gemerkt, dass sich die letzten Tage Mountainbike fahren ordentlich in den Knochen irgendwie niedergelassen haben, weswegen mein Energielevel echt low war und ich irgendwie echt erstmal warm werden musste und ordentlich Adrenalin brauchte, bis es dann irgendwie mal wieder lief. Der obere Teil hier, den habe ich auch wirklich genutzt, um mich ordentlich ein bisschen warm zu rollen. Bin die meisten Sprünge tatsächlich umfahren, obwohl die mir nicht so den Kopf gemacht hatten, wie der Anfang der eigentlichen X-Line unten. So, jetzt haben wir erstmal Ziehweg, Leute. Nach dem Ziehweg ging es dann auch tatsächlich an den Ort, wo ich letztes Jahr durch Zufall gelandet bin. Der erste Abschnitt der X-Line von oben ist echt entspannt, also ist vergleichbar mit einer Flowline. Aber ab hier unten geht es dann eigentlich wirklich los und im Kopf hat sich eigentlich für mich auch alles nur um diese Stellen hier gedreht. Und wie ist die Motivation? Oh, geht, ey. Vor allem so, also warm bin ich auch immer noch nicht. Okay. Und hier bei mir zu hart. Also Geschwindigkeitsrekord breche ich hier nicht, aber einigermaßen gut runterkommen. Mit. Guck da, wo du hin willst. Yes. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da hier nicht die beschissenste Linie gewählt habe. Ah, das wird wirklich nicht so viel. Ich hab den falschen Gang noch drin. Ey. Thank you.
tut mir die Hände weh. Jetzt das Stück ist gleich vorbei. Ja, da vorne. Das waren also die ersten Abschnitte, die sich auch die Michi mit vorgenommen hat. Nach der Mittelstation ist sie dann allerdings hoch zur Alm gestartet, um dann auf uns da zu warten, um den Hackelberg Trail mal zu fahren. Wenn ihr allerdings mal sehen wollt, wie Michi runtergefahren ist, denn davon haben wir auch noch ein paar Aufnahmen, dann würde ich sagen, lasst mal 500 Daumen nach oben da und dann zeigen wir euch das Ganze mal, wie das ausgesehen hat. Alter, was ist das denn hier? Alter! Oh Gott! Das ist jetzt nochmal so Kurverei, ne? Also ich persönlich finde den Abschnitt ab der Mittelstation tatsächlich am knackigsten. Und damit ist nicht der Part hier gemeint auf den Kurven, sondern ab dann, wo es in den Wald geht. Für mich persönlich war es sehr, sehr spannend, da ich die ganzen Sachen irgendwie nur von der GoPro kannte. Und ihr wisst ja, wie das ist. Die GoPro lügt und schummelt da schon ganz schön viel. Und richtig krass ist es mir tatsächlich auf dieser Line hier bewusst geworden, wie groß der Unterschied zur Realität ist. Oh. Ja, meine auch. Wie Sau. Ich vorbei. Achtung! Achtung, Stau! Ah, okay. Lass nichts passieren, oder was? Oh, oh, oh! Oh. Alter! Pause. Boah, Digga, das war aber. Wenn man die, ich hab, keine Ahnung, ich bin im Rutsch gekommen und dann konnte ich nicht mehr ausgleichen und er war direkt hinter mir. Vielleicht hat mir auch keine Scheiße erlauben können mit Fallen oder so. Aber Digga, das jetzt so, das, also jetzt so blind, intuitiv diese Line zu fahren, diesen Abschnitt, ja. Das ist aber schon eine Nummer, ey. Also, boah, das, also das. Das sieht auf Video auch nicht so aus. Was? Das sieht auf dem Video gar nicht so aus. Hier, alle. Ey, Bremse tot. Ah, okay. Steht auf jeden Fall für mich fest. Nächstes Jahr in Saalbach werde ich die X-Line öfter fahren. Und zwar so, dass ich die Linien dann irgendwann noch auswendig kenne. Das war jetzt mein erster Full Run auf der X-Line.
Und ich habe tatsächlich ein bisschen Blut geleckt. Irgendwie kann ich verstehen, dass die Leute sagen, die Flowlines und so weiter machen nicht so viel Spaß wie solche Lines, wo man ordentlich arbeiten muss mit dem Bike. Damals konnte ich das noch nicht verstehen, aber mittlerweile schon ein bisschen. Ey, wir müssen anhalten, meine Bremse. Alter. Ja, ja, easy. Ich höre den Ben nur. Wow! Einmal falsch geguckt, Digga. Hey. Der untere Teil der X-Line wird dann wieder flowiger und da wartet eigentlich ja noch dieses riesige Road Gap. Allerdings konnte ich nach der Abfahrt kraftmäßig überhaupt nicht mehr daran denken, hier irgendwie was großartig Neues auszuprobieren, weil ich persönlich diese Line wirklich sehr fordernd und anspruchsvoll und anstrengend fand. Also Respekt an den Tom, der am Ende des Tages tatsächlich noch hier diesen Mega-Drop gefahren ist. Für mich stand der dieses Jahr definitiv nicht auf dem Programm, denn mir war der einfach zu riesig, ich hatte dazu keine Power mehr und naja, vielleicht nehmen wir uns das nächstes Jahr vor, aber ich war auch der Meinung, ich bin glücklich, wenn ich heil und gesund aus dem Urlaub wieder zurückkomme. Boah, meine Hände, Alter. Nee, wenn wir mit dem Auto rüberfahren. Aber weiß ich nicht. Dann haben wir keine Räder mit. Was? Dann haben wir ja keine Räder mit. Im Anschluss sind wir dann noch auf eine gemütliche Runde Huckleback Trail gestartet, allerdings wirklich ohne irgendetwas Wildes auszuprobieren. Für mich war der Tag auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ich war super stolz, da runtergekommen zu sein und es hat sich mega gut angefühlt. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal und wenn ihr mal sehen wollt, wie die Michi die ersten Abschnitte gefahren ist, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, denn da haben wir auch noch Videomaterial von und ich fand es mega, wie sie da runtergefahren ist. Also Leute, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns bald in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao, ciao.